Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Dr. Rasche, Herr Amaya, sehr herzlich heiße ich Sie zum Verbandstag 2013 von Haus und Grund Rheinland in der Klingenstadt Solingen willkommen. Das Programm des heutigen Tages hält interessante Fakten für Immobilieneigentümer und Vermieter bereit. Und bei der jetzt eben schon stattfindenden Podiumsdiskussion konnten wir einen spannenden Austausch politischer Positionen erleben. Der Verbandstag bietet so eine gute Gelegenheit für Interessierte vor Ort, sich mit Informationen und den Einschätzungen einer großen Interessenvertretung von Haus- und Wohnungseigentümern zu versorgen. Vor dem Hintergrund günstiger Kredit- und Hypothekenzinsen einerseits und geringen Erträgen aus Geldanlagen andererseits denken derzeit viele Menschen über den Erwerb von Wohneigentum und Immobilienanlagen nach. Mit der Nachfrage in boomenden Ballungsräumen in NRW sind das wohl vor allem Düsseldorf und Köln, steigen doch die Preise und mit ihnen die Mieten. Schon jetzt fürchten viele Menschen in Berlin, München, Düsseldorf und Stuttgart um bezahlbaren Wohnraum. Ganz anders sieht das andernorts aus. Im Ruhrgebiet etwa geht die Bevölkerungszahl dramatisch zurück. Wohnraum steht leer. Dort sind bereits Häuser abgerissen worden, weil keine Chance auf Vermietung mehr gesehen wurde. Solingen steht hier und nicht nur im geografischen Sinne in der Mitte. Seit Jahren sind die Mietpreise stabil, liegen in etwa beim Durchschnittswert für NRW. Von unseren rund 80.000 Wohnungen stehen aktuell 3.300 leer, was einer Quote von 4% entspricht. Diese ist zwar in den letzten Jahren leicht, aber konstant gestiegen. Auf der anderen Seite haben wir beim Wanderungssaldo in den letzten Jahren wieder ein kleines Plus zu verzeichnen. Das heißt, mehr Menschen ziehen nach Solingen als von hier weg. Eine positive Tendenz zeigt auch der Grundstücksmarktbericht 2012. Die Zahl der Verkäufe stieg um 6% gegenüber dem Vorjahr, der Geldumsatz dabei um 13%. Speziell beim Wohnungseigentum stieg der Umsatz sogar um 20%. Mag sein, dass wir dabei auch von denen profitieren, die etwa Düsseldorf wegen der hohen Kauf- und Mietpreise den Rücken kehren und sich ins Umland orientieren. Eine stabile Mittellage zu halten, das meine ich, muss unser Ziel kommunaler Wohnungsmarktpolitik sein. Das heißt auch, mit einem sinnvollen Level beim Ausgleich der Interessen von Eigentümern auf der einen und Mietern auf der anderen Seite zu stehen. In einem Umfeld, das hohe Lebensqualität bei Bildung und Kultur, Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten und Wohnungsangeboten sichert. Ich denke, hierüber ist ein breiter Konsens zu erzielen. Und ich denke mir, das darf ich auch sagen, ich bin ja neben Bürgermeisterin auch planungspolitische Sprecherin unserer Fraktion. Ich freue mich auf eine gemeinsame Diskussion mit Ihnen, mit dem Haus und Grund hier in Solingen, um diese Stadt weiter nach vorne zu entwickeln. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Verlauf Ihres Verbandstages mit neuen Informationen, Denkanstößen und einem interessanten Austausch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Rasche, sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, als Vorsitzender Haus und Grund Solingen-Ohlix möchte auch ich Sie ganz herzlich begrüßen heute. Ich hatte mir vorgenommen, etwas den lokalen Bereich jetzt hier in Anspruch zu nehmen. Solingen, meine Damen und Herren, ist eine Großstadt mit 160.000 Einwohnern und verfügt tatsächlich über zwei Haus- und Grundeigentümervereine. Man könnte auf die Idee kommen, Solingen ist die Stadt der scharfen Klingen, dass wir unter Umständen aus Zwistigkeiten vielleicht zwei Vereine hier haben, aber weit gefehlt. Das ist alles rein historisch begründet. Der Haus und Grund Solingen-Ohlix
ist 1920 gegründet worden. Wenn wir alle rechnen, heißt, wir sind 93 Jahre alt und werden in 7 Jahren 100 Jahre alt werden. Ich habe mit Herrn Dr. Horst, dem Vorsitzenden von Haus und Grund Solingen, eben noch gesprochen. Der Haus und Grund ist tatsächlich noch älter, einige Jahre, und die haben wohl das 100-Jährige schon hinter sich. Ohlix ist im Jahre, jetzt muss ich mal nachschauen, 1808 aus einer Bürgermeisterei entstanden, hat 1856 die Stadtrechte erhalten und ist dann im 1920, als der Haus und Grund begründet worden ist, da hatten wir gerade 2 Jahre den Ersten Weltkrieg hinter uns, nicht nur hinter uns, sondern damals, gegründet worden. Ohlix ist dann 1929 eingemeindet worden zu Solingen. Nach wie vor ist Ohlix aber der größte Ortsteil von Solingen mit fast 45.000 Einwohnern. Der Haus und Grund Solingen Ohlix hat eine Geschäftsstelle in Ohlix mitten im Geschehen. Wir haben eine sehr moderne Geschäftsstelle mit 6 Mitarbeiterinnen. Wir sind täglich für die Mitglieder da. Wir beraten, wir verwalten, wir vermieten. Wir haben also wirklich gut zu tun und versorgen unsere Mitglieder vollumfänglich. Die Zusammenarbeit mit Haus und Grund Solingen ist ein ganz wichtiger Meilenstein für uns, meine Damen und Herren. Wir haben eben einige Probleme gehört, die in der Diskussion angesprochen worden sind. Ein Problem aus meiner Sicht ist völlig unbeachtet geblieben, das sind die Nebenkosten. Die Nebenkosten, die gerade den Vermieter sehr stark belasten, weil ihm dadurch jegliche Möglichkeit genommen wird, die Grundmiete zu erhöhen. Und wir hier in Solingen haben ein ganz großes Problem in dieser Hinsicht, weil die Grundsteuer, die hier in Solingen erhoben wird, sehr hoch ist. Wir liegen also in Solingen unter den 10 Gemeinden mit der höchsten Grundsteuer. Und die Stadt Solingen überlegt, die Grundsteuer erneut zu erhöhen. Dadurch sind natürlich Möglichkeiten einer Mieterhöhung nicht mehr gegeben. Der Mieter, das wissen wir alle, betrachtet die Endsumme in der Miete und nicht etwa die Grundmiete und die Nebenkosten, sondern er sagt, was muss ich an den Vermieter zahlen, und das interessiert ihn letztendlich. Und wenn die Grundsteuer wieder erhöht wird, und so steht es hier leider an, dann wird die Luft immer noch dünner und damit auch die Luft dünner für Investitionen, die jetzt hier der Vermieter tätigen kann in die Immobilie. Da kämpfen wir an Seite mit Haus und Grund Solingen und mit dem Mieterbund, denn die Grundsteuererhöhung, meine Damen und Herren, trifft natürlich auch den Mieter und damit im Grunde genommen jeden Bürger hier in Solingen. Das Schlimme an der Sache ist, als wir die Diskussion hier angefacht haben, wurde uns mitgeteilt, die Grundsteuer ist eine berechenbare Größe. Da wissen wir genau, was am Ende dabei herauskommt. Wir wissen, was letztendlich an Steuermittel eingeht. Und der Vermieter und der Haus- und Grundeigentümer kann ja die Immobilie letztendlich nicht unter den Arm nehmen und ihn in der Nachbargemeinde abwandern, wo die Grundsteuer wesentlich, und zwar sehr wesentlich, fast bis zur Hälfte geringer ist. Wir haben auch das Mietpreisgefüge und da bitte auch nochmal der lokale Bezug. Der Mietpreisspiegel hier in Solingen wird Haus und Grund Solingen, Haus und Grund Solingen Ohlix und vom Mieterbund vereinbart, und zwar im Einvernehmen. Frau Altun vom Mieterbund ist heute auch da. Ich darf Sie auch noch ganz herzlich begrüßen, Frau Altun. Das sind Gespräche, die sehr, in einem sehr angenehmen Rahmen erfolgen, die aber immer sehr wirtschaftlich natürlich auf dem Boden der Tatsachen dann auch fußen müssen. Und ich darf Ihnen sagen, hier in Solingen, und das auch mal zur Diskussion nochmal, hier in Solingen ist seit 1997 der Mietpreis nicht erhöht im Mietpreisspiegel. Wir haben seit 1997 den gleichen Mietpreis. Sie können sich selber ausrechnen, wie viele Jahre das sind mittlerweile. Der Mietpreisspiegel wird nur fortgeschrieben in neuere Baujahre hinein, aber der Bestand ändert sich nicht. Und wir haben da auch keine wirtschaftlichen Möglichkeiten, den zu ändern. Das sind große Probleme, die wir hier haben, die aber nicht nur Solingen betreffen, die natürlich auch insgesamt die Region betreffen. Und wir haben es eben schon gehört, das Gefüge ist natürlich Richtung Düsseldorf und Köln ganz anders. Da sind die Mietpreise explodieren dort. Aber das ist ein Problem, was wir hier in Solingen nicht haben. Und das, denke ich, ist auch mal eine Anregung, das umzusetzen, das nicht zu generalisieren, sondern hier wirklich dann auch die Region zu sehen, wo vielleicht dann auch mal regionbezogen Entscheidungen notwendig sind.
Das nur als Anregung. Wir sind zeitlich etwas fortgeschritten, deswegen, Herr Meier, 5 Minuten. Möchte ich auch zum Schluss kommen. Ich danke nochmal Herrn Professor Dr. Rasche und dem Vorstand, dass der Landesverbandstag hier in Solingen ist. Zum Abschluss möchte ich aber noch eins wirklich deutlich machen. Herr Meier, Sie persönlich angesprochen, seitdem Sie Verbandsdirektor sind, ist das Verhältnis zum Verband von unserer Seite wesentlich enger geworden. Die Sache ist viel transparenter und wir freuen uns, dass es so ist und dass wir in der Zukunft auch weiter, denke ich, eng zusammenarbeiten können. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen und interessanten Verbandstag heute. Danke. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir aus Zeitgründen in der Anrede ein Paket zu schnüren. Jeder möge sich angesprochen fühlen mit dem herzlichen Willkommensruf hier im schönen Solingen unserer bergischen Heimat an alle Tagungsteilnehmer, an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als neu gewählter Vorsitzender von Haus und Grund Solingen begrüße ich Sie sehr herzlich mit Ihrem Landesverbandstag von Haus und Grund Rheinland hier in unserer schönen Stadt. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, 1974 war der letzte Verbandstag von Haus und Grund Rheinland hier. Und meine Damen und Herren, ich darf das mal so sagen, Sie hätten sich im Grunde genommen keinen schöneren Tagungsort wählen können. Auch keinen geeigneten Tagungsort. Das liegt nicht nur an dem schönen Wetter, das wir also draußen mit Genuss zur Kenntnis nehmen dürfen, sondern, meine Damen und Herren, das liegt im Grunde genommen daran, dass wir unmittelbar vor unserer Haustüre auf all die Themen, auch auf all die Probleme stoßen, die wir bisher heute Morgen im Verlauf unserer Tagung diskutiert haben, zu denen es politische Statements gab. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, es juckt mir ungeheuer in den Fingern, dazu aus Haus- und Grundsicht zu antworten, dies also zu kommentieren. Aber ich will mich disziplinieren, das ist nicht Aufgabe eines Grußwortredners. Und das kann natürlich auch, ich stehe hier rein als lokaler Vertreter unserer Organisation, nur bei einer kurzen Betrachtung der lokalen Verhältnisse bleiben. Meine Damen und Herren, was mich wirklich mit brennender Sorge erfüllt, das ist nicht so sehr die bisherige Diskussion um die Dichtheitsprüfung oder um die Pflicht zur Einführung von Rauchmeldern. Natürlich müssen diese Themen besetzt werden, aber es gibt im Grunde genommen gerade hier mit lokalem Bezug und ganz eng verzahnt mit wohnungswirtschaftlichen, wohnungspolitischen Entwicklungen einen Punkt, den ich vielleicht in 2, 3 Bemerkungen Ihrer Aufmerksamkeit zuführen möchte, und das ist das bisher gelebte City Management unserer Stadt. Das sehen wir im Grunde genommen vom Prozess her schon seit vielen Jahren. Das ist auch nicht kritisch gemeint, sondern ist im Grunde genommen konstruktiv gemeint im Sinne eines gemeinsamen Angebots, gemeinsamer Lösungswege, die ich Ihnen gleich dann vielleicht noch anbieten darf näher. Schauen wir uns die Infrastruktur an, meine Damen und Herren, ich komme nicht um die Bemerkung umhin, sie ist für Einheimische kaum noch beherrschbar von der Verkehrsführung, von der Straßenführung, und sie ist für Ortsfremde schon gar nicht mehr durchschaubar. Schauen wir uns die Ausweisung von Parkplätzen an, es hat sich also immer weiter zurückentwickelt, entweder wurden Parkplätze überbaut oder aber sie werden verteuert. Das Ganze, meine Damen und Herren, gipfelt dann im Grunde genommen in eine Unerreichbarkeit unserer Innenstadt. Genau darum geht es, unsere Handelszone. Meine Damen und Herren, natürlich haben wir auch dort unsere Mitglieder. Wenn aber keine Erreichbarkeit mehr da ist, wenn Kaufkraft nicht mehr umgesetzt werden kann, meine Damen und Herren, sondern abwandert, dann kann es natürlich auch nur noch zu Problemen in der Wohnungswirtschaft. Und hier sehen Sie die Verzahnung, insbesondere in der Einbringlichkeit der Mieten führen. Meine Damen und Herren, das Thema Hartz-IV-Mietverhältnisse bekommt in unserer Beratung einen immer größeren Stellenwert. Und glauben Sie uns, wir können davon ein Lied singen. Keine Kaufkraft, Abwanderung von Industrien, Abwanderung von Einzelhandel, meine Damen und Herren, unmittelbare soziologische Auswirkungen, unmittelbare Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Wohnungswirtschaft. Einer Wohnungswirtschaft, meine Damen und Herren, die, wir haben das heute Morgen gehört, vor großen Herausforderungen steht. Vor großen Herausforderungen insofern, als es hier um die
Behaltbarkeit von Kundenfähigkeit geht, demografische Entwicklung. Wir müssen im Grunde genommen barrieregerecht, wir müssen altengerecht, wir müssen auch zielgruppenorientiert bauen, müssen unser Wohnungsangebot darauf einrichten, damit, wie gesagt, diese Kundenfähigkeit unseres Produktes Immobilie am Markt erhalten bleibt. Ein ganz entscheidender Punkt. Der zweite Punkt, meine Damen und Herren, die Klimaentwicklung. Jeder will klimatische, energetische Gebäudesanierung, nur wer sie bezahlt. Darüber gibt es dann sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Aber auch hier muss ich sehr deutlich sagen, ohne einbringliche Mieten, keine Refinanzierungsmöglichkeit von Investitionskapital, keine Investitionsdurchführungen. Hier geht es gar nicht mal mehr so um Investitionsgeneigtheiten, um Begeisterung von Haus- und Grundeigentümern zu Investitionen, meine Damen und Herren, ganz anders. Hier geht es um Investitionsfähigkeiten. Aber vielleicht zurück zum Innenstadtbereich, meine Damen und Herren. Wir sehen das also, mangelnde Erreichbarkeit, keine Kundenbindungen mehr, keine Ertragsumsetzung mehr, kein prosperierender Handelsplatz mehr. Das führt für uns Haus- und Grundeigentümer zu der Konsequenz, dass mangels erreichbarer Mieten, die erodieren natürlich auch nach unten, oder soweit wir selbst nutzende Eigentümer sind, mangels generierter Erträge, weil wir eben unsere Geschäfte dort nicht mehr in der gewünschten und gewohnten Form, so wie vor Jahren, umsetzen können, dass wir eben auch in unsere Häuser nicht mehr reinvestieren können. Es gibt also im Grunde genommen dann auch einen Werteverfall. Dazu kommt noch, meine Damen und Herren, dem Einzelhandel geht es wirklich schlecht, wirklich schlecht. Wir lesen es sozusagen als Alarmnachricht im Solinger Tageblatt, die Nordstadt, ich zitiere, stirbt. Viele gute Geschäfte, viele Traditionsunternehmen, viele Fachgeschäfte schließen, müssen schließen. Entweder wir sehen dann Billiganbieter oder aber wir sehen sogar verwaiste Stadtquartiere, gezeichnet von leeren Schaufenstern oder abgeklebten Schaufenstern. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen insofern gerne mal so ein bisschen mit auf den Weg geben, dass das alles nicht kritisch gemeint ist, sondern im Grunde genommen als Appell, als Handreichung. Und da finde ich also besonders erfreulich und liebenswert, dass Frau Bürgermeisterin Sinovenka schon eben das Wort Stadtentwicklung gemeinsam mit Haus und Grund angesprochen hat, mit auf den Weg geben, dass wir hier im Grunde genommen gerne mit anpacken möchten, um also diese Prozesse abzustellen, diese schraubende Entwicklung nach unten zu unterbrechen und wenigstens mittelfristig wieder in eine gute Lage zurückzuführen. Meine Damen und Herren, davon hat jeder was. Die Mieter haben dazu nächstes Mal etwas von, denn die Mieter haben ein wieder prosperierendes Wohnfeld, haben zeitgemäße, energetisch optimierte Wohnquartiere mit gedrücktem Nebenkostenniveau, weil dann nämlich Investitionen wieder möglich sind. Wir Vermieter haben eine sichere Marktlage und, verzeihen Sie mir den Hinweis, auch die Stadt Solingen hat im Rahmen eines dann wieder nach oben entwickeltes Steueraufkommen auch im Grunde genommen eine entspanntere Sicht und eine entspanntere Lage. Meine Damen und Herren, ich habe heute Morgen so ein bisschen immer die Lagerbildung hier auch zur Kenntnis genommen. Ich habe also das in der Podiumsdiskussion mal so als Dualismus aufgenommen. Ich habe es auch so ein bisschen aus dem Vortrag, aus dem Impulsstatement unseres Staatssekretärs Adlers gefühlt. Ich möchte im Grunde genommen, und das ist die wesentliche Botschaft heute, einen etwas anderen Akzent setzen. Meine Damen und Herren, um es mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama zu sagen, yes, we can, wir können es gemeinsam tun, wir können gemeinsam wieder dafür sorgen, dass dieser wunderschöne Standort Solingen, unsere bergische Heimat, prosperiert, sich nach oben entwickelt, mit guten Wohnquartieren, mit guten Handelszonen. Ich habe eben schon gehört, wunderschön, Frau Bürgermeisterin Sinovenka, es gibt entsprechende Projekte bereits in Solingen-Ohligs. So etwas sollten wir für Solingen anschieben. Und meine Damen und Herren, die besondere Hoffnung, die ich mit all dem verknüpfe, wir sind jetzt im Aufbruch, dargestellt in der Neugestaltung unserer 1A-Lage des Grafillenplatzes durch den Neubau des Hofgartens, von dem ich mir einfach diese Magnetwirkung, diese Entwicklung erhoffe. Ich höre mit Freude, dass auch in der Planung des Hofgartens ein riesengroßes Parkhaus mit Bestandteil ist. Das, meine Damen und Herren, zum Thema Kundenerreichbarkeit. Das ist gut, das ist sehr gut. Und ich denke, wir haben jetzt einen wirklichen Ansatz mit diesem
neuen Ausrichten, meine Damen und Herren, hier wieder einen althergebrachten, traditionsreichen Handelsplatz, und ich darf das so sagen, ohne lokalpatriotisch zu klingen, einer Weltstadt, einer Klingenstadt Solingen in gute Richtungen zu entwickeln, aber bitte auch ohne zu vergessen, dass bisherige Handelsplätze, ich schaue so ein bisschen mit Sorge auf die Clemensgalerie, ich schaue insbesondere mit Sorge auf die untere Hauptstraße, mit wohl auch anstehenden Umzügen der Ladengeschäfte, die doch bisher angesiedelt sind, der gewerblichen Unternehmen auch nicht verweisen. Also wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Meine Damen und Herren, ich entnehme dieser Tagung so liebenswert als Impuls, dass dies auch von der Stadt Solingen aufgenommen wird. Wir strecken insofern unsere Hände nach allen Seiten aus, Wirtschaft, Institutionen, natürlich insbesondere Stadtpolitik, Rat, Ausschüsse, Planungsausschüsse, sehr, sehr gerne. Meine Damen und Herren, das wäre im Grunde genommen mein wirkliches Anliegen, ganz zentriert auf Solingen, ohne nun auch dem geschätzten Kollegen, Generalsekretär Dr. Warne von Hausengrund Deutschland, den Donner stehlen zu wollen. Das sollen wir nicht tun. Er soll die Bundessituation schildern. Da will ich jetzt also nicht weiter auf Klimaschutz und dergleichen eingehen. Aber das wäre im Grunde genommen mein Appell, mein Rat, meine Bitte. Also so möchte ich es schon formuliert sehen, an die Stadt Solingen, an alle vertretenen Ausschüsse, Wirtschaft, Institutionen. Meine Damen und Herren, Hausengrund Solingen soll Ihr Gesprächspartner sein. Er soll es viel, viel aktiver sein als bisher. Er soll es eloquent sein, er soll es konstruktiv sein, er soll es gemeinsam sein. Yes, we can. Meine Damen und Herren, ich denke, Solingen, unsere wunderschöne Heimatstadt, unsere bergische Heimat, ist dafür jede Anstrengung wert. Ich danke Ihnen. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Es folgt jetzt kein ausführlicher Bericht des Zentralverbandes, nur ein kurzes Vorwort, kurz von mir vorgetragen. Ich darf Ihnen die besten Grünsche von Präsident Dr. Kornemann übermitteln, der heute leider kurzfristig verhindert ist. Deswegen übernehme ich dieses Grußwort für ihn. Und ich darf Ihnen auch in seinen Namen sagen, dass wir uns sehr über die Entwicklung des Landesverbandes Rheinland gefreut haben. Wir bekommen zum Ende März immer von Ihnen die Mitgliederzahlen. Und wir haben uns mit Freude die Zahlen in diesem Jahr angeguckt, da sie über 1.400 Mitglieder gewachsen sind. Das ist ein positives Ergebnis, das nicht viele Landesverbände aufweisen können. Dazu nicht nur meine Gratulation, sondern auch die von Herrn Dr. Kornemann. Das ist eine Grundlage, die wir für unsere Arbeit brauchen. Starke Ortsvereine und starke Landesverbände, das ist die Basis, mit der wir in Berlin politische Arbeit machen können. Wir wollen bei der politischen Arbeit natürlich auf das eingehen, was tagesaktuell gefordert ist. Und wenn man den heutigen Morgen verfolgt, dann hat man das Gefühl, dass es neben Regionen, in denen der Stillstand herrscht, Leerstand herrscht und in denen die Mieten fallen, Ecken gibt in Deutschland mit explodierenden Mieten, wo die, wie es vom Staatssekretär formuliert wurde, die Mieter Schlange stehen auf der Straße, um endlich mal eine Wohnung zu bekommen. Meine Damen und Herren, das ruft wirklich hervor, ein, zwei Zahlen zu sagen. Das Statistische Bundesamt, der Mieten- und Immobilienbericht sind in diesen Fragen eindeutig. Wir haben in Deutschland seit über 10 Jahren real sinkende Mieten. Wir haben in Deutschland eine Haushaltsquote, eine Mietbelastungsquote von 22,5%. Das bedeutet, die Haushalte geben gerade einmal im Schnitt 22,5% für die Miete aus und nicht, wie die Kollegen vom Mieterbund behaupten und auch gerne weitergetragen wird, von 40-50%. Man muss auch darauf hinweisen, dass die Kosten des Wohnens gestiegen sind. Aber das liegt nicht an den Vermietern. Das hat genau zwei Komponenten, Strom und Heizung. Die Strompreise sind in den vergangenen 10 Jahren um 66% gestiegen. Und das übrigens nicht nur wegen der Stromunternehmen, sondern vor allen Dingen auch wegen der Steuer- und Abgabenlast, die seit 1998 von 20-45% beim Strom gestiegen ist. Und beim Gas- und Ölpreis ist es nicht anders. Dort beträgt der Staatsanteil 20-30%. Das sind die Gründe, warum Wohnen in Deutschland insgesamt teuer wird. Die Mieten sind es nicht. Und es ist sehr wichtig, dass wir und dass auch Sie als Vertreter vor Ort immer wieder darauf hinweisen, dass das die Gründe für teures Wohnen sind. Und es mag einige Ecken in einigen Städten geben, wo es ganz, ganz viele Mietinteressenten gibt.
Und wenn in diesen wenigen Quartieren von wenigen Städten tatsächlich eine Entspannung eintreten soll, dann muss man vielleicht dort punktuell bauen. Das mag sein. Nur dann, meine Damen und Herren, muss das Bauen wieder billiger werden. Stichwort Stellplätze, Stichwort energetische Rahmenbedingungen. Morgen findet die Anhörung zur ENEC und ENEF im Deutschen Bundestag statt. Das sind die Dinge, die das Bauen teurer machen, die das Wohnen teurer machen. Die Vorschläge, die auch heute wieder vorgetragen worden sind, Stichwort noch weitere Senkung der Kappungsgrenze. Die Grünen diskutieren über eine Abschaffung des Paragraphen 559, damit es überhaupt gar keine energetische Modernisierung mehr geben kann. Eine Kriminalisierung des Vermieters durch eine Verschärfung des Wirtschaftsstrafgesetzes. Aber letztlich auch, heute mehrfach erwähnt, die 10-prozentige Neumietenbegrenzung angekoppelt an die ortsübliche Vergleichsmiete. Das ist kontraproduktiv, das gibt keine einzige Wohnung mehr und das kann auch einige wenige Stellen, wo es einen engen Markt gibt, auf keinen Fall entspannen. Wichtig und richtig ist es, und darauf sollten wir als Verband gemeinsam hinarbeiten, dass wir uns auf die wirklichen Herausforderungen des Immobilienmarktes konzentrieren. Und das sind für die kommenden Jahre auch mit Blick über den Bundestagswahlkampf hinaus, denn dann werden wir uns wieder auf die wahren Themen besinnen können. Das sind der demografische Wandel, das Älterwerden der Gesellschaft, das Wenigerwerden der Gesellschaft und vor allen Dingen die Herausforderungen der Energiewende. Denn wir stehen definitiv am Anfang der Energiewende. Es wird immer nur noch teurer, gerade für die Bürger, das heißt für die Eigentümer und Vermieter. Und es wird ganz wichtig sein, dass wir hier mit dem Mieterbund auch mal einen Schulterschluss schaffen und uns nicht immer von der Industrie und den anderen Zweigen, die Energiebedarf haben, auseinander definieren lassen. Insofern wünsche ich Ihnen einen anregenden Landesverbandstag. Ein Landesverbandstag, wo die wichtigen Themen in den Vordergrund rücken und vor allen Dingen ein entspanntes und schönes Jahr, in dem Sie hoffentlich ohne die Themen des Bundestagswahlkampfes konkrete Arbeit vor Ort machen können, um die wirklichen Probleme anzugehen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es wurde jetzt ja schon des Öfteren mal angeklungen, dass wir ein bisschen zeitlich im Verzug sind. Das lag natürlich daran bedingt, dass wir sozusagen ein bisschen improvisieren mussten, aufgrund der Tatsache, dass der Bauminister Groschek letzte Woche abgesagt hat. Aber ich denke mal, trotzdem war die Podiumsdiskussion als ein neues Element auf unserem Verbandstag sicherlich sehr, sehr interessant, insbesondere auch mit einem provokativen Impulsstatement zu beginnen durch den Staatssekretär Adler, wo man sozusagen in der Podiumsdiskussion dann auch nochmal kritisch sich auseinandersetzen konnte. Meine Damen und Herren, ich werde meinen Geschäftsbericht ein wenig kürzer halten als vorgesehen, damit wir natürlich auch nicht um unsere wohlverdiente Mittagspause und das Mittagessen kommen und auch die nachfolgenden Veranstaltungen halt kein Problem haben. Meine Damen und Herren, letztes Jahr, als wir unseren Verbandstag in Kerpen durchgeführt haben, als ich den Geschäftsbericht vorgetragen habe, da habe ich mich immer gefragt, ob wir das in diesem Jahr toppen können mit unserem Geschäftsbericht. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen ganz klar sagen, die Antwort lautet ja. Das Leitmotiv für die Arbeit unserer Geschäftsstelle von Haus und Grund Rheinland hat sich erneut bewährt, professionelle politische Lobbyarbeit leisten, um dadurch eine gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu ermöglichen und dadurch neue Mitglieder zu gewinnen. Und meine Damen und Herren, im Rahmen der politischen Lobbyarbeit haben wir es geschafft, mit guter Strategie politische Schachzüge zu erzielen. Dabei waren die Rahmenbedingungen äußerst schwierig. Wir wissen, aus einer rot-grünen Minderheitsregierung ist eine rot-grüne Landesregierung mit komfortabler parlamentarischer Mehrheit geworden. Aus einer Regierung der Einladung ist aber auch eine Regierung der vollendeten Tatsachen geworden, die eine politische Lobbyarbeit ohne öffentlichen Druck unmöglich macht. Die zentralen Themen waren insbesondere natürlich die Neuregelung der Dichtheitsprüfung, wo wir als Landesverband Haus und Grund Rheinland uns auch sehr, sehr stark mit eingebracht haben. Wir hatten schon in der letzten Wahlperiode den Antrag von CDU und FDP mit unterstützt, der vorsieht, dass die Dichtheitsprüfung nur im begründeten Einzelfall angeordnet werden kann. Wir haben zusammen mit der CDU dann eine Kampagne gestartet. Und zwar hatten wir mit Bodo Löttgen, das ist der Generalsekretär der NRW-CDU, zusammengesetzt und hatten nochmal das Versprechen von Ministerpräsidentin Kraft erinnert, die vor der Wahl gesagt hat, bei der Dichtheitsprüfung sollen die Ein- und Zweifamilienhäuser ausgeschlossen sein. Das war das, was Ministerpräsidentin Kraft vor der Wahl gesagt hat. Und da haben wir nochmal in dem Gespräch mit Bodo Löttgen, also Volker Steffen, Vorsitzender von Haus und Grund Oberberg
und ich in dem Gespräch nochmal daran erinnert. Und daraufhin hat er dann eine CDU-Kampagne über die Basis medienwirksam im Land geschaffen, mit dem Ziel und auch mit dem Erfolg, dass dann wenige Wochen später auf dem NRW-SPD-Parteitag Ministerpräsidentin Kraft, zur Überraschung aller rot-grünen Fachpolitiker übrigens, dass die Dichtheitsprüfung grundsätzlich nur noch in Wasserschutzgebieten gelten soll. Und darauf hatten wir uns eigentlich auch mehr oder weniger verlassen. Nur dann kam natürlich dann letztendlich der Gesetzentwurf und der sah vor, dass die Dichtheitsprüfung nicht nur in Wasserschutzgebieten durchgeführt werden soll, sondern dass die Kommunen auch eine Satzungsermächtigung bekommen sollen, auch außerhalb von Wasserschutzgebieten eine Dichtheitsprüfung anzuordnen. Sie sehen hier gerade ein Bild mit Herrn Stallmann in der Bildmitte, das ist der Präsident von Haus und Grund NRW, und Volker Steffen Anfang des Jahres, wo wir in der Anhörung im Landtag waren und wo wir unsere Position sehr deutlich vertreten haben. Letztendlich hat der Landtag mit den Stimmen von SPD und Grünen den Antrag beschlossen, dass Dichtheitsprüfung in den Wasserschutzgebieten durchgeführt werden soll, dass die Satzungsermächtigungen für die Kommunen kommen und, was wir im Grunde ganz besonders kritisieren, weil das sozusagen als Tischvorlage eine Woche vor der entscheidenden Abstimmung noch untergejubelt worden ist, dass wir einen Bestandsschutz für bereits bestehende Satzungen bekommen haben. Das heißt also, im Prinzip, wenn die Kommunen nichts machen, bleibt alles beim Alten. Und das kann so nicht sein. Wir haben deshalb auch schon jetzt über die Ortsvereine, aber auch über den Landesverband schon sehr deutlich gemacht, dass wir das Thema Dichtheitsprüfung nicht vom Tisch sehen, sondern dass wir an dieser Stelle auf die Kommunen zugehen und sehr deutlich machen, im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen. Dort stehen Bürgermeister, dort sind Stadträte zur Wahl. Und jede Kommune, jede Partei sollte sich sehr gut überlegen, ob die an der Dichtheitsprüfung festhalten wollen oder nicht. Des Weiteren werden wir auch nochmal die materielle Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen. Und man sollte durchaus mal in Erwägung ziehen, gegebenenfalls auch Musterklagen zu unterstützen. Meine Damen und Herren, gleichwohl können wir von einem Teilerfolg sprechen, denn grundsätzlich ist es so, dass die Dichtheitsprüfung eigentlich nur in den Wasserschutzgebieten vorgesehen ist. Und es gibt in der Tat einige Kommunen, die es tatsächlich auch dabei belassen wollen. Und von daher können wir trotzdem sagen, dass es zumindest ein Teilerfolg ist, wenn nicht ein ganzer Erfolg. Meine Damen und Herren, das andere große Thema war natürlich die Rauchwarnmelderpflicht. Der Staatssekretär hat es ja auch vorhin schon gesagt. Wir hatten in verschiedenen Gesprächen immer wieder nochmal versucht, an unseren Kompromissvorschlag, der auch Niederschlag gefunden hat, im rot-grünen Koalitionsvertrag festzuhalten, und zwar, dass Installation und Wartung der unmittelbare Besitzer, also sprich der Mieter, übernehmen soll. Die Sozialpolitiker, allen voran der Sozialminister Schneider, der hat dann aber gesagt, nee, das geht ja nicht, was sollen die ganzen Geringverdiener machen? Und deswegen hatte man sich dann letztendlich für ein Vermieter-Mieter-Modell entschieden, wonach der Vermieter die Installation der Rauchwarnmelder übernehmen soll und der Mieter die Wartungspflicht. Trotz unserer vorgebrachten haftungsrechtlichen Bedenken, die wir nach wie vor haben und dann auch im schriftlichen Anhörungsverfahren oder vorgebracht haben. Gleichwohl muss man an dieser Stelle sagen, von den ursprünglichen Plänen können wir auch hier wieder von einem Teilerfolg sprechen, denn zumindest die Wartungspflicht obliegt dem Mieter. Und das ist vielleicht auch insofern ganz wichtig, weil der Vermieter natürlich kein generelles Zutrittsrecht zu den Wohnungen hat. Also auch hier wieder ein Teilerfolg. Und meine Damen und Herren, ich habe es letzte Woche schon in Waldbröl gesagt, wenn wir den Teilerfolg bei der Dichtheitsprüfung nehmen und den Teilerfolg bei der Rauchwarnmelderpflicht, ein Halb plus ein Halb ergibt ein Ganzes, also ein ganzer Erfolg. Meine Damen und Herren, wir haben in Vorgesprächen mit der SPD verhindern können, das klang heute Morgen ja auch schon an, verhindern können, dass wir die Eigentumsförderung komplett auf Null haben fahren lassen. Denn das war, wenn man sich auch den Koalitionsvertrag anschaut, durchaus auch im Gespräch, dass wir also nicht nur 80 Millionen Euro haben, sondern dass wir richtig runterfahren auf 0 Euro. Und das kann natürlich nicht sein. Hier aber auch nochmal die deutliche Kritik an die Regierung Kraft, wenn man sich überlegt, wir sind von 500 Millionen Euro vor zwei Jahren auf mittlerweile 80 Millionen radikal reduziert worden. Das kann nicht sein, denn die Eigentumsförderung ist gerade für junge Familien eine sehr wichtige Entscheidungsgrundlage, Eigentum zu erwerben. Meine Damen und Herren, der Ansprechpartner für die Politik, dafür haben wir jemanden, Haus und Grund Rheinland. Mit den Teilerfolgen der politischen Lobbyarbeit haben wir überdies das richtige Gespür für die richtigen Schlagzeilen bekommen. Wir waren in allen möglichen Medien vertreten, sei es Print, Radio oder auch Fernsehen, und die Themen waren dabei bunt gemischt. Hier darf ich an dieser Stelle aber auch auf den schriftlichen Geschäftsbericht verweisen, wo wir dann dementsprechend vertreten waren. Sie sehen es also hier, wir waren also medial
überall vertreten, in den wichtigen Medien, WDR, ARD, Tagesschau und so weiter. Meine Damen und Herren, wir haben 19 eigene Pressemitteilungen verfasst, die den Haus und Grund Vereinen natürlich auch als Blanko-Pressemitteilung wieder zur Verfügung gestellt worden sind. Und dabei waren, sage ich mal, unsere Stellungnahmen natürlich auch in der Presselandschaft durchaus immer gern gesehen, sei es in der WAZ, im Handelsblatt oder aber auch zum Beispiel in Automotor Sport. Viele wundern sich wahrscheinlich, was macht Haus und Grund in der Automotor Sport? Da ging es dann einfach um das Thema Anliegerkosten nach Straßensanierungen. Also das ist sozusagen auch ein Thema für solche Fachzeitschriften. Aber das besondere Highlight war natürlich die Titelseite auf der Rheinischen Post, nicht nur einmal, sondern gleich zweimal zum Thema Rauchwarnmelderpflicht und auch zur Dichtheitsprüfung. Und wir arbeiten daran, dass wir natürlich in diesem Jahr auch wieder die Titelverteidigung gelingen können. Meine Damen und Herren, wenn Haus und Grund Rheinland zu Podiumsdiskussionen zusagt, dann halten wir das auch. Es soll ja durchaus immer mal Situationen geben, wo trotz halbes Jahr Vorbereitungszeit ein Podiumsteilnehmer eine Woche vorher absagt, aber nicht so bei uns, bei Haus und Grund Rheinland. Deswegen, Professor Rasche hat an einer Podiumsdiskussion in Upacht-Fallenberg teilgenommen und den Vertretern der Landtagsfraktionen die Position zum Thema Kanal-TÜV sehr deutlich gemacht. Meine Damen und Herren, unsere neue Internetseite besticht durch Tagesaktualität mit vielen Meldungen und an dieser Stelle auch der Hinweis, dass wir mittlerweile fast jeden zweiten Ortsverein haben, der diese kostenlose, auf den Ortsverein adaptierte Internetseite übernommen hat. Auch unsere sozialen Netzwerke sind natürlich weiterhin sehr gut eingebunden, Facebook, YouTube und Twitter. Und meine Damen und Herren, an dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, die Veranstaltung wird auch heute aufgezeichnet und auch auf unserem YouTube-Kanal online gestellt. Denn über diese Medien, über die sozialen Medien, erreichen wir dann eben auch Menschen ab 35 Jahren, die natürlich auch für unsere Organisation sehr wichtig sind. Der Ansprechpartner für die Medien, dafür haben wir jemanden, das ist Haus und Grund Rheinland. Meine Damen und Herren, das Geschäftsjahr begann mit unserem Verbandstag in Kerpen mit einer Rede von Herbert Reul vom Europäischen Parlament. Der Vorstand tagte dreimal und der engere Vorstand zweimal. Und wir haben zusammen den Verband so gut durch das Geschäftsjahr geführt, dass wir, wenn wir jetzt mal die Abschreibung der Geldanlagen unberücksichtigt lassen, mit einem positiven Ergebnis abschließen konnten. Meine Damen und Herren, wir haben des Weiteren natürlich auch weitere Angebote gehabt für die Ortsvereine, sei es Geschäftsführertreffen oder auch Fachseminare. Wir haben 18 Rundschreiben verschickt mit 115 Themen zu den Themen Politik, Recht und auch Verbandsinterner. Des Weiteren auch Informationsblätter entworfen zu den Themen Rauchwarnmelderpflicht und Dichtheitsprüfung zur Weitergabe an die Mitglieder. Meine Damen und Herren, die Kontaktpflege ist natürlich auch sehr wichtig. Professor Rasche und ich waren deshalb dann auch an 20 Versammlungen der Ortsvereine präsent mit Grußworten oder auch mit Vorträgen. Und wir sind natürlich auch in Berlin weiterhin sehr gut aufgestellt, sei es im Zentralverbandsvorstand, im Zentralausschuss, aber auch im Ausschuss für Steuern und Finanzen und im Ausschuss für Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft. Meine Damen und Herren, der Ansprechpartner für die Ortsvereine, dafür haben wir jemanden, Haus und Grund Rheinland. Aber jetzt kommt ja die spannende Frage, hat sich denn diese ganze Arbeit überhaupt gelohnt? Ja? Und meine Damen und Herren, auf dem Verbandstag in Neuss 2010, als Professor Rasche zum ersten Mal gewählt worden ist, da konnten wir 385 netto neue Mitglieder verkünden. Ein Jahr später auf dem Verbandstag in Wuppertal, wo ich meinen ersten Geschäftsbericht vortragen durfte, waren es 699 Netto-Mitglieder. Und wir sehen es hier auf unserer Karte, meine Damen und Herren. Im letzten Jahr waren wir bei 1104 neuen Mitgliedern. Und dieses Jahr haben wir im Landesverband Haus und Grund Rheinland 1239 neue Netto-Mitglieder. Das entspricht einem Zuwachs von 1,7%. Da wären einige Parteien wirklich, glaube ich, sehr neidisch, wenn die sozusagen so einen Mitgliederzuwachs verbuchen konnten. Und das ist sozusagen eine Gemeinschaftsleistung natürlich von den Ortsvereinen, weil vor Ort natürlich hervorragende Arbeit geleistet wird. Aber ich denke, vom Landesverband Haus und Grund Rheinland gab es keinen Gegenwind, sondern ich glaube, wir haben versucht, in ihrem Interesse natürlich unsere politische Lobbyarbeit auch dementsprechend sehr medienwirksam darzustellen, gerade beim Thema Dichtheitsprüfung, beim Thema Rauchwarnmelderpflicht, bei der Maklerkortage und so weiter. Meine Damen und Herren, ich möchte mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bedanken, natürlich bei unseren Mitarbeitern, Frau Beate von Zorns, bei Andrea Hartenfeller und Sebastian Skubala für die hervorragende Zusammenarbeit im vergangenen Jahr,
Aber natürlich möchte ich mich bei der professionellen Zusammenarbeit mit dem Vorstand, insbesondere dem engeren und erweiterten Vorstand, bedanken, die uns eben zu diesem gemeinsamen Erfolg geführt haben. Und an dieser Stelle auch mein ganz besonderer Dank an Professor Rasche, denn ich glaube, wir arbeiten als Team sehr, sehr gut zusammen. Und Herr Professor Rasche, ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Zusammenarbeit weiter fortführen können und möchte das in dem Zusammenhang auch mit verbinden, mit einem Erfolg nachher in der Mitgliederversammlung, wollte schon gerade sagen, heute Nachmittag, aber wir sind ja mittlerweile schon fast am Nachmittag, für die Wiederwahl zum Vorsitzenden. Meine Damen und Herren, nun stehe ich wieder vor Ihnen und frage mich, ob wir das denn im nächsten Jahr wieder toppen können mit unserem Geschäftsbericht. Alles ist möglich, aber wir müssen es anpacken und Herr Dr. Horst hat es ja gerade gesagt, yes, we can. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das neue Zeitfenster bis zum Mittagessen beträgt, was erwarten Sie für das Mietrechtsänderungsgesetz? 2 Stunden? Nein, Herr Mayer hat mir gerade 10 Minuten gegeben. Ich gebe mir wirklich alle Mühe, das zu schaffen. Vor dem Hintergrund wird es etwas schwierig, in juristische Feinheiten zu gehen. Deswegen ein paar Fortschritt und ein wenig Politik. Mayer-Feiertag kennen Sie alle. Sie brauchen am 1. Mai diesen Jahres nicht nur den Tag der Arbeit zu feiern, Sie können am 1. Mai diesen Jahres auch feiern, dass das Mietrechtsänderungsgesetz in Kraft tritt. Es ist, und deswegen kann man es feiern, schlicht ein Erfolg. Ich gehe jetzt hier definitiv nicht durch die Details. In den letzten 50 Jahren hat es kein Mietrechtsänderungsgesetz gegeben, das die Interessen der Vermieter berücksichtigt hat. Und deswegen, allein schon deswegen, ist es definitiv ein Erfolg. Und es ist auch ein Erfolg, weil in diesem Mietrechtsänderungsgesetz jede Menge Vorschläge und Ideen aufgenommen worden sind, die wir hier im Verband, in den Rechtsausschuss, im Vorstand, im Zentralausschuss diskutiert haben. Und es ist ein Erfolg für den ganzen Verband, weil wir gemeinsam dieses eine Thema nach vorne gebracht haben und heute sagen können, am 1. Mai wird das Gesetz in Kraft treten. Sie sehen hier einige Punkte. In der linken Spalte die Vorschläge von Haus und Grund und in der rechten Seite die Realität. Ausschluss der Mietminderung, vereinfachte Ankündigung und Duldungspflicht bei der Modernisierungsmieterhöhung, Vereinfachung der Modernisierungsmieterhöhung insgesamt. Das sind Dinge, die wir vorgeschlagen haben und die umgesetzt worden sind. Und das Gleiche gilt auch im Hinblick auf die Mietnomaden. Diese Idee einer Hinterlegungsanordnung, einer darauf aufgesetzten Räumungsanordnung und auch der Räumungsanordnung gegen einen unredlichen Mitbesitzer, dieser typische Dritte, der dann bei einer Räumung vorgezeigt wird, nach dem Motto, die Wohnung kann jetzt nicht geräumt werden, denn hier ist ein legaler Untermieter. Das sind Dinge, wo wir die Lösung für erarbeitet haben und die jetzt hier auf dem Tisch liegt. Meine Damen und Herren, und das war in weiten Teilen ein Kampf. Und ich möchte jetzt hier, das hätte ich sonst etwas ausführlicher gemacht, den politischen Aufwand, den wir dafür getrieben haben, nicht im Detail nennen. Aber ich möchte eine Sache wirklich hervorheben, denn das ist eine sensationelle Leistung der gesamten Organisation gewesen. Wir konnten das Mietrechtsänderungsgesetz in puncto Mietnomaden überhaupt nur deswegen voranbringen, weil es mehr als 1.000 Haus- und Grundmitglieder gegeben hat, die Opfer eines Mietnomaden geworden sind und die trotzdem bereit waren, denn das ist eine Schmach, Opfer einer Straftat zu werden, die bereit waren, gegenüber den Gutachtern des Bundesministeriums Verkehr, Bau, Stadtentwicklung Rede und Antwort zu stellen. Und es waren ausschließlich Haus- und Grundmitglieder. Kein anderer Verband hat sich die Mühe gemacht, sich daran zu beteiligen. Es waren nur Haus- und Grundmitglieder, deren Lebenserfahrung dazu geführt haben, dass der Gesetzgeber gesagt hat, wir müssen dieses Gesetz ändern. Und Sie alle haben dazu beigetragen, weil in den Verbandszeitungen zu dieser Umfrage aufgerufen worden ist. Und das zeigt einfach, dass wir als Verband auch mit unseren Mitgliedern etwas bewegen können, wenn man denn die Fakten ganz sauber auf den Tisch legt und vorträgt. Das haben wir hier gemacht und deswegen haben wir endlich eine Regelung betreffend die Mietnomaden. Einzelne Punkte hier jetzt anzusprechen,
ist bei der Dimension des Gesetzes und der Zeit fast eine Unmöglichkeit. Aber ich habe ein, zwei Sachen hervorgehoben und ich habe mir vor allen Dingen Mühe gegeben, wenn ich sie Ihnen jetzt vorstelle, keine Rosinenpickerei zu machen. Ich weiß, dass das Gesetz, Stichwort Kappungsgrenze, auch etwas beinhaltet, was bei Vermietern mit Recht nicht positiv ankommt. Aber darauf möchte ich auch gleich noch eingehen. Was waren die Hintergründe für die Forderung und was macht das Ganze denn jetzt eigentlich so viel besser? Bei der Ankündigung der Modernisierungsmaßnahme konnte ein versierter Rechtsberater des Mieterbundes immer etwas finden, um die gesamte Modernisierung zu Fall zu bringen. Schlicht und ergreifend, weil es überhaupt gar keine Formalien gab und jeder Amtsrichter sich seine eigenen Formalien zurechtgepuzzelt hat, wenn ich das mal so despektierlich sagen darf. Und allein die Tatsache, dass wir jetzt Formalien haben und die Gerichte nicht wegen irgendwelcher Kleinigkeiten eine solche Modernisierungsankündigung einfach mal ins Leere laufen lassen können, haben wir schon einen Riesenvorteil erreicht. Auch die Übernahme von anerkannten Pauschalwerten zur Erläuterung der Energieeinsparung ist ein Riesenvorteil. Sie kennen wahrscheinlich alle das Urteil des Bundesgerichtshofes, der da so sinngemäß gesagt hat, wenn man dem Mieter die Energieeinsparung vorrechnen muss, dann muss man es auch wirklich vorrechnen, denn das schreibt ja das Gesetz. Und dann darf eben so ein Fenster nicht auf den Müll geworfen werden, wenn der Vermieter es ausbaut und durch neu ersetzen will, sondern dann muss es bitte schön erstmal zum Gutachter gefahren werden, damit der Wärmedurchgangskoeffizienten vom Gutachter ermittelt werden kann. Und wenn man den kennt, kann man den alten mit dem neuen vergleichen und erst dann kann man das Ganze dem Mieter vorrechnen und erst dann hat man eine wirksame Modernisierungsankündigung. Das ist eigentlich pervers. Aber das war die Rechtslage oder es ist Stand heute die Rechtslage und es wird sie sein bis zum 30.04. Ab dem 30.04. können wir uns mittels dieser Bekanntmachung die Werte am Schreibtisch für die Fenster herausholen. Man wird dafür natürlich auch weiterhin noch einen Experten brauchen. Das sollten wir als Juristen nicht machen, sondern solchen Architekten und Ingenieure machen. Aber man kann sich zumindest die Gutachterkosten sparen. Und vor allen Dingen, das Thema Modernisierung ist ein für alle Mal klar geregelt. Klappen Sie mal einen alten Schmidt-Futterer auf. Gucken Sie sich die Kommentierung an, geschrieben von dem geschätzten Kollegen Norbert Eisenschmidt vom Mieterbund. Aber was hat der da reingeschrieben und was stand oder steht heute noch bei jedem Amtsrichter auf dem Tisch? Da steht drin, dass der Einsatz von Solarthermie keine energetische Modernisierung ist. Punkt. Die Begründung ist derart hanebüchen, die lesen Sie sich mal durch, die erzähle ich Ihnen jetzt nicht. Aber was bitteschön ist denn eine energetische Modernisierung, wenn nicht der Einsatz von Solarthermie? Auch das ist jetzt klipp und klar geregelt. Solarthermie ist selbstverständlich eine energetische Modernisierung. Positiv ist das Gesetz auch deswegen, weil es Vermietern und Mietern nicht nur gesetzliche Vorgaben macht, sondern weil man die Chance hat, einvernehmlich Dinge zu regeln. Und das kann mit Unterstützung eines Haus- und Grundvereins gerade den privaten Vermietern entgegenkommen. Wir haben eine Regelung im Gesetz, die leider nur in der Begründung explizit klar macht, dass auch zu Ungunsten des Mieters von gesetzlichen Vorgaben im Mietrecht abgewichen werden kann. Das heißt, Mieter und Vermieter haben jetzt die einmalige Situation im Rahmen einer Modernisierungsvereinbarung völlig frei zu vereinbaren, wie es mit der Miete weitergehen soll, wie lange die Arbeiten dauern, welche Mieterhöhung in der Zukunft anstehen soll, wie lange die Mietminderung ausgeschlossen werden soll und wenn sie vielleicht nur für einen gewissen Zeitraum ausgeschlossen werden soll, in welcher Höhe. Man kann tatsächlich eine rechtssichere Modernisierungsvereinbarung treffen, unterstellt, dass es so ist, wie der Gesetzgeber es wollte und es nicht von Amtsgerichten oder dem Bundesgerichtshof wieder torpediert wird. Und wir haben darauf, gestatte ich mir kurz an dieser Stelle hinzuweisen, wir haben im Rechtsausschuss von Haus und Grund Deutschland eine Modernisierungsvereinbarung, ein Muster entwickelt, das über Ihren Landesverband allen Haus- und Grundortsvereinen zugänglich ist. Wir empfehlen, dieses Muster nicht ohne Erklärung herauszugeben, weil man ja doch noch die eine oder andere Sache ausfüllen und anmerken und individualisieren muss. Aber Sie können das in der Rechtsberatung als Basismodul nutzen. Das steht Ihnen zur Verfügung, um Ihren Mitgliedern mit dieser Mustermodernisierungsvereinbarung, Entschuldigung, unter die Arme greifen zu können. Der Staatssekretär hat heute Morgen etwas gesagt, was ich für schlichtweg falsch halte und ehrlich gesagt auch für wirtschaftlich weltfremd. Der zeitweise Ausschluss der Mietminderung ist nicht bedeutungslos für den Vermieter. Leider ist die Grünen-Abgeordnete nicht mehr hier. Die Grünen haben zu ihrem eigenen Entsetzen einen Studienauftrag gegeben zur Rendite von Vermietern und haben dann mit
ziemlichem Schrecken wahrgenommen, was Ihnen das DIW dort präsentiert hat. Die Durchschnittsrendite des Vermieters in Deutschland beträgt 2,14%. Ein dreimonatiger Mietausschluss, Mietminderungsausschluss, bedeutet, dass in der Zeit die Miete weiterläuft. Bei einer nur 50-prozentigen Mietminderung, das ist ja nichts für eine umfangreiche energetische Modernisierung, bei einer nur 50-prozentigen Mietminderung bedeutet das bei einer Rendite von 2,14%, dass über ein halbes Jahr die komplette Rendite entfällt. Wie kann man da, ich sag mal, fast von Peanuts reden, so wie der Staatssekretär das getan hat? Natürlich ist das ein geringer Anteil im Vergleich zu den Investitionskosten, insbesondere zu dem Anteil, den der Vermieter zu tragen hat. Aber dass die Rendite nunmehr schon bei einer 50-prozentigen Mietminderung, die dann für drei Monate ausgeschlossen ist, für ein halbes Jahr gesichert ist, das ist ein sehr großer Erfolg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es auch wichtig und richtig, dafür weiterhin zu kämpfen. Sprung zu den Mietnomaden. Sicherungsanordnung. Meine Damen und Herren, ich kann hier nicht in die Details gehen. Ich möchte nur eins mit Ihnen auf den Weg geben. Ich weiß, ich verfolge das, dass in der juristischen Literatur über dieses Thema schon unheimlich viel geschrieben wird. Funktioniert das überhaupt? Geht das Ganze überhaupt? Da werden Fallkonstruktionen, also Fälle wirklich konstruiert, fiktiv, wenn ein 89-jähriger Mieter, das hat mich ein bisschen erinnert an Erwin Lottomann von Loriot. Das ist das, was da mittlerweile betrieben wird. Meine Damen und Herren, die Sicherungsanordnung ist ein Instrument gegen Mietnomaden. Und wenn ein Richter dieses Instrument nutzen will, wird er es nutzen können. Wenn es Amtsrichter gibt, auch das habe ich schon gehört, die jetzt schon ankündigen und sagen, ich nutze das einfach nicht und deswegen wird das schon scheitern, das kommt meiner politischen Gesinnung entgegen, dann ist das der eigentliche Skandal. Denn Amtsrichter haben sich an Recht und Gesetz zu halten und nicht ihre eigene politische Meinung durch ein Urteil umzusetzen. Wir haben hier ein Instrument, das funktionieren kann. Es ist sicherlich nicht leicht, es hat viele Hürden, sicherlich zum Beispiel die hohe Aussicht auf Erfolg als neuen Rechtsbegriff und auch als Anforderung an diesen Antrag des Vermieters. Aber wir bewegen uns in einem Bereich, wo in der Folge tatsächlich ein Mietnomade im einstweiligen Rechtsschutz aus der Wohnung geräumt werden kann. Natürlich muss das hohe Anforderungen haben, denn wir werden das soziale Mietrecht mit diesem Gesetz nicht auf den Kopf stellen. Es ist weiterhin ein soziales Mietrecht. Es wird weiterhin viele Mieter geben, die durchgeschützt sind und damit letztlich auch viele Kunden für uns. Insofern bitte ich Sie an dieser Stelle einfach nur, nehmen Sie die Sicherungsanordnung an. Wenn Sie dazu Urteile haben, erstreiten in Ihrem Verein, in Ihrer Kanzlei, schicken Sie diese übrigens bitte sehr gerne an die DWW ein. Wir sammeln und veröffentlichen das sehr gerne. Es gibt auch ein kleines Veröffentlichungshonorar. Sie finden die Anschrift der DWW vorne in der Umschlagseite im Impressum. Hinter die Sicherungsanordnung ist dann der 940 Klein A in doppelter Form geknüpft. Zum einen, wie ich es bereits sagte, in der Gestalt, dass wenn die Sicherungsanordnung nicht erbracht wird, der Mieter also trotz der Verpflichtung des Gerichtes die Miete, von der er aus behauptet, sie nicht zahlen zu müssen oder sie um 100% mindern zu können, nicht bei Gericht hinterlegt, kann auf Antrag des Gerichtes, des Vermieters natürlich, das Gericht anordnen, dass der Mieter aus der Wohnung geräumt wird, im einstweiligen Rechtsschutz. Meine Damen und Herren, auch das ist ein Riesenerfolg, dieser Paragraph. Kennen Sie den aktuellen Paragraphen 940 Klein A ZPO? Der besagt genau das Gegenteil. Keine Räumung im einstweiligen Rechtsschutz. Der neue Paragraph 940 Klein A ZPO erklärt, wie die Räumung im einstweiligen Rechtsschutz zu erfolgen hat. Das ist schlichtweg sensationell. Auch das wird ein Instrument sein, das mit Hürden versehen ist. Ich weiß, es bedarf des Antrages, es bedarf einer mündlichen Verhandlung. Aber es geht hier um ein Instrument, was dazu führt, dass ein Mieter mit einem Mietvertrag aus seiner Wohnung geräumt werden kann. Und das muss ein Gericht natürlich sorgsam prüfen. Und das Wichtige an dieser Regelung ist eigentlich nicht, dass das 1.000, 2.000, 3.000 Mal in den kommenden Jahren funktioniert. Das richtig Wichtige an dieser Regelung ist, in Kombination mit der Sicherungsanordnung, dass es eins-, zwei- oder dreimal funktioniert, dass die Mietnomaden merken, sie können nicht mehr ihre betrügerische Masche in Deutschland entfalten und kostenlos jahrelang in den Mietwohnungen verbleiben, ohne dass ihnen was passiert, und dass das Mietnomadentum damit ein Ende findet.
Das ist das Wichtige an diesen Regelungen. Und deswegen, bei allen juristischen Streitigkeiten und Feinheiten, die jetzt schon aufgebauscht werden, lassen Sie uns an dieses Instrument in Ruhe herangehen. Wir Juristen sollten darüber streiten. Wir müssen gucken, wie es sich entwickelt. Aber wir müssen auch sehen, dass es ein Instrument sein soll, das primär der Abschreckung dient und vor allen Dingen dieser Lücke, die existierte und die sich Mietnomaden angenommen haben, schließen soll. Das heißt, dass dieser Betrug, es ist ja strafrechtlich nichts weiter als ein Betrug, künftig ausgeschlossen ist. Und damit zur Nichtrosine, die ich noch mit aufnehmen wollte, § 558 BGB, wobei ich mich jetzt weniger um den energetischen Mietspiegel als um die Kappungsgrenze drehen möchte. Sie haben heute Morgen schon gehört, das war eigentlich wegweisend, was die Abgeordnete der Grünen sagte, oh mein Gott, da müssen wir ein Gutachten machen und das dauert lange und wir müssen uns auch noch Mühe geben und Gedanken machen, ob wir dort an der Stelle tatsächlich eine nicht mehr ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum haben. Genauso ist es, meine Damen und Herren. Es ist kein einfaches Instrument, man kann nicht pauschal die Kappungsgrenze jetzt auf einmal per Länderverordnung NRW-weit von 20% auf 15% senken. Nein, das Land muss sich genau angucken, wo es dieses Instrument einsetzen will. Es ist ein, da müssen wir nicht drüber streiten, völlig verfehltes Instrument. Es ist ein Instrument, das die CSU im letzten Moment durchgesetzt hat. Es ist ein Instrument, das im Angesicht des Münchner Mietmarktes eingesetzt wurde. Und es ist ein Instrument, das die Sachlage, die es beenden sollte, nicht in keinster Weise ändern wird. Die Senkung der Kappungsgrenze ist ein Instrument, das denjenigen Vermieter trifft, der über Jahre, vielleicht gar Jahrzehnte, seinem Mieter gegenüber die Miete nicht erhöht hat. Und der jetzt auf einmal langsam Richtung ortsüblicher Vergleichsmiete sich bewegen will. Bestraft wird mit dieser Regelung nur der Mieter. Denn man kann dem Vermieter eigentlich nur noch empfehlen, in regelmäßigen Abständen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete die Miete zu erhöhen. Das ist ein typisches Instrument. Es soll scheinbar den Mieter befriedigen und es kann in der Realität nichts weiter bewirken. Denn was wir brauchen, ist in solchen knappen Gegenden allenfalls mehr Wohnraum. Was wir hier haben, ist Beratungsbedarf und es ist vor allen Dingen ein Instrument der politischen Arbeit für jeden ihrer Vereine. Denn wenn sich die Landesregierung künftig dazu entscheidet, ihre Region, ihre Stadt, ihren Ortsverein zu einem Gebiet zu erklären, in dem die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum gefährdet ist, kann man im selben Atemzuge fragen, liebe Landesregierung, seit Jahren, seit der großen Föderalismusreform, seid ihr zuständig als Bundesland für die Versorgung und für die Wohnraumförderung. Warum macht ihr denn um Himmels Willen nichts, wenn es jetzt eine Versorgungsknappheit gibt? Auch das wird die Landesregierung beantworten müssen, wenn sie auf die Idee kommt, die Kappungsgrenze an der einen oder anderen Stelle zu senken. Insofern ist das sicherlich ein Element, auf das man mit Spannung gucken kann, das man mit Spannung abwarten kann und das Haus und Grund auf der anderen Seite die Gelegenheit bietet, für die Eigentümer, aber letztlich auch für die Interessen der Vermieter an dieser Stelle zu streiten. Das war jetzt mehr als 10 Minuten. Aber bei dem Thema kann ich mich nicht in 10 Minuten kurz halten. Insofern bitte ich um Ihr Verständnis, einen Überblick über das Mietrechtsänderungsgesetz. Ich denke, das ist ein Gesetz, mit dem wir uns vor unseren Mitgliedern nicht zu verstecken brauchen. Ich denke, das ist ein Gesetz, das wir unseren Mitgliedern zeigen sollten. Und es ist ein Gesetz, von dem die Mitglieder dann hoffentlich auch wissen, dass sie das durch ihre Mitgliedschaft in ihrem Ortsverein auf Bundesebene politisch mitgefördert haben. Ich danke Ihnen jetzt recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Verbandstag und vor allen Dingen guten Appetit.